Hi Leute, heute geht es um eine Krankheit, unter der meiner Meinung nach über 90% der Weltbevölkerung leidet, und es ist mentaler Durchfall. Es ist wirklich so, überlegt euch mal, wenn eure Hand ständig irgendwo zappeln würde und nicht still sein würde. Wie würdet ihr so einen Menschen bezeichnen? Dann würdet ihr doch als krank bezeichnen. Und überlegt mal, wie es mit deinen Gedanken ist. Ständig tauchen Gedanken auf. Du kannst gar nicht kontrollieren, ob die Gedanken kommen oder ob die Gedanken nicht kommen. Die tauchen einfach auf. Wie als würde deine Hand sich ständig bewegen, ohne dass du es willst. Dein Verstand sollte nützlich sein, weil du ihn benutzt, wenn du ihn benutzen möchtest. Wenn du hier einfach an dem Baum vorbeiläufst irgendwie und dann deine Hand die ganze Zeit gegen den Baum knallt, ist die Hand dann sinnvoll oder einfach sich die ganze Zeit bewegt? Nein, die Hand ist sinnvoll, weil sie genau das macht, was du möchtest. Kannst du völlig stillhalten, ruhig konzentriert auf eine Stelle. Du kannst sie links halten, rechts halten. Sie macht, was du möchtest. Überleg mal, wie es mit deinen Gedanken ist. Die machen irgendwas unkontrolliert. Normalerweise solltest du deinen Verstand benutzen können, genauso wie deine Gedanken. Wenn du möchtest, dass, zack, ausgeschalten, keine Gedanken mehr, dann sind keine Gedanken mehr da. So solltest du deinen Verstand wieder als Werkzeug benutzen können. Und nicht so, dass dein Verstand dich benutzt. Du läufst irgendwo vorbei, es kommen irgendwelche Gedanken auf, fühlst dich plötzlich schlecht wegen den Gedanken. Und das gibt ganz einfach Techniken, wie man das lernen kann. Ganz einfache Methoden. Du willst, schau auf meinem Kanal vorbei, schau die Videos dazu an. Auf jeden Fall ist es so, dass man das lernen kann, aber man muss es eben üben. Das ist wie Klavierspielen. Du lernst das Klavierspielen nicht dadurch, dass du ein Buch liest. Es hat sich noch keiner ein Buch durchgelesen, setzt sich dann ans Klavier und spielt irgendwie die 5. Sinfonie von Mozart oder so. So läuft es nicht. Sondern du musst es üben. Und nur durch die Übung, durch das Training, wenn du lernst, mit deinem Verstand umzugehen, wenn du Techniken dir angeeignet hast und die dann auch übst, genauso wie du lernst, Auto zu fahren, du schaust dir die Grundtechniken an und dann übst du es. Ohne dich hinzuhocken hinter das Lenkrad und es zu üben, schaffst du es nicht. Das würde ich eben mal vorschlagen, ein bisschen zu lernen, mit seinem Verstand umzugehen. Dann kann man den auch einfach ausschalten, wie man möchte, und wieder anschalten, wie man möchte. Und dann erspart man sich viel Leid. Und das wünsche ich eben. Macht's gut, Leute. Ciao.